Hallo, liebe Einhänder, hier ist wieder der Andi vom Einhandblog. Ich möchte euch mal wieder einen schönen Trick und ein Hilfsmittel zeigen. Diesmal zum Thema Klamotten habe ich euch schon ein paar Sachen gezeigt. Jetzt geht es mal ums Zusammenlegen und Wegpacken und in den Schrank packen quasi. Nach dem Waschen und Trocknen. Ist ja so eine Sache, das Zusammenlegen und Falten und dann in den Schrank tun. Ist schon heftig. Da gibt es zwei Möglichkeiten, die ich euch heute zeigen muss. Das einmal ist so ein Faltbrett, was man kaufen kann, wo man das drauflegt und dann so klappt und zuklappt und aufklappt und dann hat man das gefaltet. Und das andere ist die, habt ihr bestimmt schon mitbekommen, das ging jetzt letztes Jahr, also 2018, 19, 20, ging das schon viel durchs Internet und bei YouTube war das viel zu sehen, die KonMari-Methode von Marie Kondo, so eine Japanerin, die da sich hat was einfallen lassen, wie man Wäsche und so faltet, damit man sie. Und das ist der Trick dabei, die wird so gefaltet, dass man die Wäsche einfach hinstellen kann und die steht von alleine. Und so kann man die natürlich platzsparend in den Schrank stellen oder in die Schubladen. Und das habe ich für euch ausprobiert und das funktioniert auch mit einer Hand. Das zeige ich euch dann auch als zweites. Und das finde ich sehr praktisch, das nutze ich jetzt schon eine ganze Weile. So kann man T-Shirts und so im Schrank einfach hinstellen. Hat so eine Reihe, schön in Reihe und Glied, ne? Das wäre für die Bundeswehr gewesen. Das ist ganz schön, aber ich zeige euch zuerst mal das Faltbrett, was man kaufen kann. Das seht ihr hier, das ist so ein Plastikfaltbrett einfach. Ich klappe das jetzt hier mal einmal auf, ich zeige euch das. Ich zeige euch hauptsächlich heute T-Shirt. Und zwar legt man das hier, wenn ihr das so in die Hand nehmt, am Kragen und den das Schild nach oben zeigt, quasi auf den Rücken legen, das T-Shirt. Und das Ganze dann ein bisschen ausbreiten. Die Ärmel rüber. Achso, vorab vielleicht noch zur Info. Bei dem Ding ist so ein Heft dabei, hier mit, wo man schön schematische Abbildungen hat, wie man was damit falten kann. Das ist so für alles Mögliche auch möglich, mit Hemden und Hosen. Röcke sehe ich hier gerade noch. Für mich jetzt weniger interessant, aber... Und Hosen und Hemden mache ich auch anders. Hemden hänge ich schon auf dem Bügel und im Schrank. Aber es ist halt möglich, dann seht ihr das hier mal. Das Prinzip sieht so aus, dass man das hier auf das... Ich klappe mir hier meine Folie um. Das soll natürlich nicht sein. Dass man das Hemd auf das Brett verteilt. Ein bisschen sauber hinlegen. Und dann kann man im Grunde die eine Seite zuklappen, wieder aufklappen, dann die andere Seite zuklappen, wieder aufklappen. Und jetzt ist wichtig, das habe ich eben vorweg vergessen, es ist wichtig, dass man vorher darauf achtet, dass dieses Brett, was in der Mitte quasi so zu klappen geht, offen ist, so wie es jetzt auch richtig ist. Und dann kann ich jetzt nämlich diese Klappe nehmen, so klappen und dann habe ich das so auf DIN A4 fast, wie ich es in den Schrank legen kann. Gut, hier ist jetzt noch so ein Rand drunter, ich weiß nicht, kann man entweder selber nochmal glatt machen. Aber so das Prinzip, ja. Das funktioniert eigentlich ganz schön. Je nachdem, was man dann noch damit klappen will, gibt es die Anleitung in dem Heftchen. Ich zeige euch jetzt nicht alles, weil ich da auch gar nicht die Erfahrung mit gemacht habe, weil ich Hosen nur einmal falte und so in den Schrank lege und Hemden auch auf den Bügel hänge. Das geht mit ein bisschen Übung auch. Aber für so Sachen ist das sehr praktisch. Ja, wie gesagt, Form. Aber wisst ihr was, ich zeige es euch nochmal. Ja. Ich habe es immer so angefangen, wie gesagt, mit dem Schild nach oben raus, dass das Hemd auf dem Rücken liegt oder das T-Shirt. Und wenn das einigermaßen schön verteilt ist. Ich habe mir hier mal als vielleicht kleiner Tipp für euch gemerkt, dass wenn man es aufgeklappt hinlegt, das Brett hier sind so eine Art Sonne, sind in dem Muster drin zu erkennen. Das sind die beiden blauen hier. Die habe ich mir mal gemerkt für die Schultern vom T-Shirt. Ist jetzt so meine Eselsbrücke und meine Merkhilfe. Vielleicht ist das für euch auch interessant, wenn ihr das Ding vielleicht auch kauft und benutzt.
Ja, wenn man das schön verteilt hat, dann einfach links klappen, aufmachen. Hier sieht man schon, dass es eigentlich ganz schön gefaltet ist. Rechts nochmal. Und das Mittelteil, jetzt bin ich froh, dass ich dran gedacht habe, es war aufgeklappt. Und dann hat man es eigentlich sehr schön zum in den Schrank legen. Dass hier jetzt noch ein Stück über ist, kann man natürlich, liegt natürlich daran, wie man es vorher hingelegt hat. Hätte ich es ein Stück weiter hochgelegt oder also jetzt von mir aus weggezogen, dann wäre das komplett schon mit drunter gewesen. So kann ich jetzt einfach das auch nochmal so drunter falten. Oder ich lasse es so, ist ja eigentlich auch egal. Je nachdem, wie viel Platz man im Schrank hat und ob man das, in welcher Länge das man hinlegen möchte, damit alle reinpassen auf dem Stapel. Aber in dem Fall zeige ich euch damit jetzt noch die andere Methode. Und deswegen packen wir das jetzt einfach weg. Das kann man auch ganz schön falten, wollte ich gerade sagen, und dann klappt es natürlich nicht. Eigentlich kann man es ganz nett zusammenfalten und dann in den Schrank packen. Das nimmt dann auch nicht viel Platz weg. Ja, das ist immer fast das Schwierigste an der ganzen Sache. Jetzt geht's. Okay, also man kann das schon so auch zusammenfalten und dann einfach in den Schrank stellen. Und wie gesagt, hier war die Anleitung dabei. So, das war das Faltbrett und jetzt wollte ich noch die Conne-Marie-Methode zeigen. Conne-Marie ist die Seelen getrennt von Marie Kondo, die Japanerin, die das erfunden hat. Und könnt ihr mal bei YouTube eingeben, Conne-Marie. Gibt es unzählige Videos auch von Leuten, die das nachgemacht haben, irgendwelche Innendesigner und Aufräumhilfen und Leute, irgendwie Putzfrauen, keine Ahnung. Gibt es 1000 Videos, habe ich mir alle angeguckt und dachte, das geht auch mit einer Hand. Und tatsächlich, also das Prinzip ist eigentlich, dass man die Sache, die man zusammenlegen möchte, versucht erstmal so zu falten, dass man so einen länglichen Streifen hat, sage ich mal. Also so eine Bahn, sage ich jetzt mal. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Ich mache das erstmal. Auch hier wieder mache ich das immer so, mit hier reinfassen, das T-Shirt auf den Rücken legen und auffalten, auflegen. Erstmal so ein bisschen ausbreiten und schön hinlegen. Ja, wie gesagt, dann ist der Trick, man soll daraus jetzt einen schmalen Streifen erstmal machen. Im Grunde fällt mir gerade auf, ist ja ähnlich wie bei dem Faltbrett auch, dass da hat man ja auch zum Schluss dann einen Mittelstreifen. Und in dem Fall mache ich das jetzt hier, wenn es jetzt hier schon so liegt, nehme ich erstmal, im Grunde so wie Mutti das auch schon immer gemacht hat, ne? Dass man das so einmal quasi ein Drittel schon rüberzieht und den Ärmel dann wieder einen Teil zurück. Hier auch etwa ein Drittel und den Ärmel zurück. So, das ist jetzt erstmal die Zwischenstation bei der Conne-Marie-Methode, dass man einmal so eine Bahn hat. Und jetzt ist der Ansatz im Grunde halbieren und dritteln. Das heißt, erstmal faltet man das Ding so ungefähr auf der Hälfte zusammen. Ich hoffe, ich habe das jetzt gut getroffen. Und der nächste Schritt wäre dann, dass man zweimal noch ein Drittel zur Mitte klappt. Also so und so. Das reicht nicht. So, ich mache jetzt nochmal einen neuen Versuch. Musste jetzt zweimal nochmal umversuchen. Das ist der Vorführeffekt. Aber für euch probiere ich das so lange, bis es klappt. Wir sind nochmal beim sauber hinlegen und ausbreiten. Und ich meine, ich habe eben den Fehler gefunden. Beim ersten Versuch fürs Video für euch hier habe ich es zu sauber gefaltet. Und dann hat man nicht genug Stehfläche, damit das T-Shirt steht. Aber ich glaube, jetzt kriege ich es hin. Also, wie gesagt, wir legen das sauber, oder nicht sauber, sondern breit aufgefaltet hin. Falten das ungefähr ein Drittel. Ärmel zurück, die Seite auch ungefähr ein Drittel. Ärmel zurück. Und dann, hatte ich glaube ich schon gesagt, halbieren. Dritteln.
und nochmal den Rest. Und dann kann man das tatsächlich so hinstellen. Und wenn man das mit 10, 20 T-Shirts macht, kann man die schön in den Schrank oder in die Schublade in Reihe stellen und hier so eine von vorne wegnehmen dann aus dem Schrank. So geht's auch, ne? Genau, so sieht's mit dem T-Shirt aus. Das nehme ich mal beiseite. Dann hätte ich jetzt noch als Beispiel noch, bei Socken funktioniert das auch. Einfach zwei übereinander oder so zusammenlegen, wie man das kennt. Und hier muss man dann, ja, Plastik drin. Und hier muss man dann im Grunde auch nur direkt schon anfangen, weil es ist ja schon ein Streifen jetzt. Das heißt, hier muss man, nehmen, andersrum. Kann man direkt anfangen mit halbieren, dritteln und den Rest. Und dann stehen die auch. Und so kann man dann die nächste Reihe im Schrank oder in der Schublade anfangen und die nächsten davor stellen und dann wirklich schön in einer Reihe alle hinstellen. Ich mache es nochmal zum Zeigen, hoffentlich nochmal erfolgreich. Einfach ein paar Socken in der Länge aufeinanderlegen, halbieren, dritteln, nochmal dritteln. Nee, da war jetzt irgendwo ein Fehler. Doch, geht. Bisschen Übungssache und dann funktioniert auch das. Und das funktioniert im Grunde mit allen Kleidungsstücken, also mit Hosen natürlich sowieso, weil die sind ja dann auch schon in Länge. Die faltet man nur einmal in der Mitte im Schritt, dass die schon so ein langes Stück sind. Halbieren, dritteln, aufstellen, funktioniert. Und eigentlich zeige ich es mit dem Hemd nochmal. Wobei ich hier wirklich sagen muss, das zeige ich jetzt nur mal für euch. In der Praxis hänge ich meine Hemden auf dem Bügel. Aber es sollte hier auch funktionieren. Hier muss man ja gucken, dass man den Ärmel runterhängen lässt irgendwie. Und dann auch. Das schon mal irgendwie so faltet, dass man einen vernünftigen Streifen, so eine Bahn hinkriegt. Das heißt, hier irgendwie falten. Und den Ärmel so wegkriegen. Wieso ging das doch, ne? Mit dem Ärmel. Ist jetzt auch nicht absolut sauber, aber so hat man schon mal so den Streifen. Wenn ich das jetzt hier halbiere, Drittel und dann nochmal den Restdrittel, kann ich das hinstellen. Das sieht jetzt natürlich nicht so schön aus und es klappt auch nicht immer gut, deswegen ist, wie gesagt, da hinten mein Favorit bei den Bügeln immer noch. Das klappt schon irgendwie, wenn man die so auf den Rücken legt, die Hemden, wie ich es eben hatte, und dann einfach den Bügel reinlegt und das hochnimmt, dann hat man das Hemd auch auf dem Bügel, das funktioniert genauso gut. Aber ich wollte nur mal zeigen, es geht im Grunde allen Kleidungsstücken, die man irgendwie auch zu einem Streifen falten kann, halbieren, dritteln und dann steht alles. Wenn ihr es nochmal genau nachgucken wollt, guckt euch bei YouTube mal KonMari an. Gibt es 1000 Videos, wie das gefaltet wird, auch zu allem. Auch mit Rücken und was weiß ich. Bei Frauen gibt es da wahrscheinlich auch genug Sachen, die man lieber nicht faltet. Das müsst ihr selber wissen. Wollte ich euch mal zeigen, und wer das nicht hinkriegt, der kann immer noch das Faltbrett kaufen. Da gibt es schön DIN A4 Bundeswehrgröße. Ja, ich hoffe, ich habe euch da helfen können. Aber wisst ihr was, wenn wir schon mal dabei sind, ich zeige euch einmal. Moment. Da haben wir nochmal das Thema Bügeln. Das Falten habt ihr jetzt gesehen, und fürs Hemd braucht man eigentlich nur das wirklich auf den Rücken legen. Dass man hier oben auch den Kragen entsprechend so hat, dass man den Bügel da reinführen kann. Und die andere Seite drüber
schlagen quasi, so wie man sich anzieht auch. Und dann, wenn man das so hat, kann man das auch mit einer Hand umfassen, dass es nicht runterfällt beim Hochnehmen. Und schon kann man es eigentlich auch hinhängen. Ja. So. Ja, so habt ihr das mit den Klamotten auch mal gesehen. Würde mich freuen, wenn euch das hilft. Macht es gut.